Wir haben heute für ein Projekt den Startschuss gegeben oder besser gesagt die Zuckertüte versenkt, was fast 5 Jahre Vorarbeit hat, nämlich den Bau einer Schule direkt am Filmpark in der Verantwortung der Filmpark GmbH mit Geschäftsführer Friedhelm Schatz. Wir hoffen tatsächlich dann im Schuljahr 23/24 an den Start zu gehen. Es wird eine dreizügige Grundschule. Perspektivisch sollen hier über 500 Kinder lernen. 350 Hortplätze, auch eine Innovation. Der erste kommunale Hort in Potsdam. Und dazu, ganz neu, auch ein Novum, hier wird eine Dachterrasse sein, die tatsächlich bespielbar ist durch die Kinder, die die Schule hier besuchen. Dieses Projekt ist von Anfang bis Ende eigentlich völlig besonders. Erstens, diese Fläche ist für eine Schule eigentlich zu klein. Man musste Finanzierungswege finden, wie jemand auf seinem Eigentum, nämlich Friedhelm Schatz und die Filmpark GmbH, eine Schule für die Stadt baut. Also wir werden Mieter dieser Schule sein. Und damit war so viel neu und so viel anders, dass es länger gedauert hat, als alle Partner geglaubt haben. Aber alle haben ans Projekt geglaubt. Und das Ergebnis sieht man heute.